Heutzutage werden in Österreich immer weniger Ehen geschlossen und deutlich mehr Ehen geschieden als noch vor 40 Jahren. Doch was sind die Gründe dafür? Umfragen haben ergeben, dass sich Partner während oder sogar schon vor der Ehe eingegrenzt fühlen. Als Grund dafür wurde der mangelnde Freiraum zur Selbstverwirklichung genannt. Befürchtungen sind, dass Hobbys, Freunde und Karriere zu kurz kommen. Experten sehen die Schnelllebigkeit des 21. Jahrhunderts als Hindernis für Verliebte, sich das Ja-Wort zu geben. Somit verliert das ewige Konstrukt der Ehe an Popularität. Trotzdem gibt es immer wieder junge Leute, die sich das Ja-Wort geben wollen. Was sind die Beweggründe? Wir haben die 20-jährige Anna gefragt. Ja, für mich bedeutet die Ehe Sicherheit. Es gibt mir einfach viel Sicherheit zu wissen, dass mich jemand liebt, der so wie ich bin und der zu mir stehen möchte in gute und in schlechte Zeiten und der bereit ist, sein ganzes Leben mit mir zu teilen. Und wenn ein Mensch die Entscheidung trifft und mir das Versprechen vor Gott und die Menschen gibt, dann bedeutet mir das viel Sicherheit. Da kann ich sehr viel unbeschwerter in den Alltag einigen und genau deswegen werden wir heiraten. Aber auch langjährig Verheiratete schätzen die Sicherheit in der Ehe. Seit 21 Jahren bin ich nun verheiratet und ich muss sagen, wir haben sehr schöne Zeiten erlebt, aber auch schwierige Zeiten. Und auf die Frage, ob die Ehe einengt oder Sicherheit gibt, möchte ich sagen, ich würde das nicht so formulieren, einengen, sondern dass man in der Ehe aus Liebe Rücksicht aufeinander nimmt und auch füreinander da ist. Und wenn man das in Treue ein Leben lang lebt, dann würde ich auch sagen, dass die Ehe Sicherheit gibt und das bringt auf alle Fälle Freude ins Leben. Autorin, Professorin und Familientherapeutin Professor Magister Renate Messner-Kaltenbrunner, derzeit tätig am Institut für Bildungswissenschaft und Forschung in Salzburg, wurde von uns zum Thema befragt. Die Ehe grenzt ein und grenzt ab und sie kann Sicherheiten geben. Die große Herausforderung unserer Zeit ist, dass die Ehe sehr mit Erwartungen überfrachtet und überfordert wird. Dieses sogenannte neoromantische Beziehungsideal, es muss Romantik darin Platz haben, Liebe, Treue, Fürsorge, Elternschaft, das ist ein großes Paket. Und viele Ehen scheitern daran und dann entstehen Grenzen in der Abgrenzung der Erwartungen. Wenn es gelingt, wenn es eine schöne und gelingende Beziehung ist, kann sie Sicherheiten geben und kann die Grenze, die eine Ehe auch zieht, als positiv und lebensverschönernd empfunden werden. Also beides ist drinnen, Grenze und Sicherheit. Hat man also realistische Erwartungen an den Partner oder die Partnerin, ist der Grundstein für eine funktionierende Ehe gelegt. Empfindet man das Aufeinander Rücksicht nehmen nicht als Eingrenzung, kann die Ehe durchaus Sicherheit geben. Somit kann jeder die Frage, ob die Ehe eingrenzt oder Sicherheit gibt, nur selber beantworten.